Nun frage ich mich, wieso? Wieso könnte er diese ganze Geschichte erfunden haben? Wieso verkauft er seine Religion? Es hat echt nicht lange gedauert, bis ich fündig geworden bin. Es passt einfach so gut zusammen wie die Faust aufs Auge, dass ich von dieser Hypothese überzeugt bin. Also, am 5.10. hat er das Video auf Instagram veröffentlicht. Das Video hatte innerhalb kurzer Zeit so viele Aufrufe, wie sein Instagram-Account wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht erhalten wird. Seine Likes auf den Bildern, seine Views auf den Videos sind durchaus überschaubar. Es reichte aber nur ein Klick auf seine Story. Und schwupps, mashallah, ich bin fündig geworden. Er ist bald auf Tournee und hat vor kurzem angefangen, dafür zu werben. Ab dem 6.10.2022 ist er auf Tournee. Wahrscheinlich ist der Vorverkauf jetzt nicht so erfolgreich gewesen und deshalb dachte er sich, irgendwie muss ich wohl auffallen. Während seine Follower, mal einer mehr, mal einer weniger, eher so Stillstand zu Madame Tussauds Squid Game stehenbleiben gespielt haben, hat sich dieser ganze Move, also bezogen auf die Follower, wirklich gelohnt. Einfach mal über 50.000 Follower hinzubekommen. Das ist jetzt ein Drittel seines Accounts. Ein Drittel seines Accounts besteht aus den Followern wegen dem Vorfall. Und das alles wegen einer vermutlichen dreckigen Lüge. Wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir über Antisemitismus in Deutschland sprechen? Vor allem in Deutschland finde ich das sehr, sehr wichtig. Und ich finde es sehr, sehr schrecklich, dass solch ein Mensch, der selber Jude ist, diese Position ausnutzt und dadurch auch noch Öl ins Feuer gießt und Unruhe bringt in diese Gesellschaft. Fitna. Er verursacht Streitigkeiten in unserer Gesellschaft durch solch eine Sache, durch solch einen Vorwurf. Und das bringt wirklich uns als deutsche Gesellschaft nicht weiter. Wenn nun ein Jude kommt und sagt, ich wurde antisemitisch angegangen in dem und dem Laden oder was auch immer, dann wird man ihm nicht mehr so einfach so schnell vertrauen, weil man dann direkt an deinen Fall denken muss. Und das ist schade, das ist schrecklich. Bevor ich gleich abschließe, möchte ich diesen Moment nutzen, um als Muslim andere Muslime davor zu warnen, antisemitische Äußerungen zu tätigen. Denn wenn ich Menschen durch meine Worte verletze, seien sie Juden, Christen oder auch Andersgläubige, dann ist das im Islam eine Sünde. Aber auch vor allem bei Juden sollten wir vorsichtig sein, denn wir möchten ja auch nicht islamfeindlich angegangen werden. So sollten wir auch nicht judenfeindlich bzw. antisemitisch andere Menschen angehen. Es ist eine Sünde, wenn ich einen Juden aufgrund seiner Religion beleidige. Deswegen appelliere ich an jeden Muslim, wenn ihr irgendwo, sei es im Internet, sei es in einem Hotel, sei es in einem Supermarkt oder draußen auf der Straße, einen Juden seht, der antisemitisch angegangen wird, dann solltet ihr und müsst ihr aus islamischer Sicht die Ersten sein, die diese Menschen erstmal beschützen. Denn es ist uns als Muslime nicht gestattet, wenn vor unseren Augen Unrecht geschieht, dass wir nicht eingreifen. Wir müssen eingreifen.